Grüß euch. Es ist schön, dass heute so viele Leute zusammengekommen sind. Es sind viele Leute, aber viel besser war es, wenn es jetzt schon 1 Million Leute waren. Weil was da heutzutage passiert, ist ein Wahnsinn. Grüß euch. Ich bin aus St. Pölten gekommen, weil ich euch was zum Sagen habe. Und am besten beschreibt ein Gedicht von mir, was ich für euch verfasst habe. Und zwar ist das Gedicht Österreich. Liebe Brüder und Schwestern in diesem schönen Land, alles liegt allein in unserer starken Hand. Uns wurde das Recht auf Freiheit genommen, so sind viele Existenzen zerronnen. Angst und Panik wurde verbreitet, mir, dass er keine Freude bereitet. Es ist so traurig zu sehen, welche Wege die Politiker gehen. Schaut man sich eine Nationalratssitzung an, fängt jede Frau und jeder Mann zum Weinen an. Sie schauen nur auf das Wohl der eigenen Partei. Viele stinken vor lauter Korruption wie ein verfolgtes Ei. Herr Kurz oder Sebastian ist doch viel mehr gut als ein richtiger Mann. Er ist die Marionette der schwarzen Partei. Dort stinkt sowieso vor lauter Korruption jeder nach einem alten Ei. Die Politiker dürfen es nicht wagen, gegen das Wort des Volkes etwas zu sagen. Wir, das Volk, müssen jetzt ganz eng zusammenrücken. Die Corona-Maßnahmen dürfen uns nicht mehr weiter erdrücken. Wir leben hier im Paradies, Österreich genannt. Dass es hier sehr schön ist, ist auf der ganzen weiten Welt bekannt. Sebastian muss endlich verstehen, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, ist ein menschliches Vergehen. In Griechenland, herrscht Elend und große Not. Die Menschen dort benötigen dringend jedes Stückchen Brot. Die Politiker bekommen so viel Geld und zerstören unsere wunderschöne Welt. Dieses Geld ist nur bedrucktes Papier und verleitet so viele Menschen zu Gier. Politiker, hört gut auf mich! Bald lässt euch eure Macht im Stich. Und Brüder und Schwestern Österreichs, aufgepasst! Alles liegt in unserer Macht. Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es so will. Es wird Zeit, um neue Wege zu gehen. Das Ziel kann ich jetzt schon sehen. Das Ziel ist eine glückliche Welt, eine Welt in Frieden und Harmonie. Dieses Ziel vergesse ich sicher nie. Wir Österreicher haben Kriege überstanden und überlebt. Krieg ist schlimmer, wie wenn die Erde bebt. Den Krieg wollen wir sowieso nicht. Und nun ist es aus mit meinem Politikergedicht. Gemeinsam für ein starkes und vor allem für ein freies